Wo bin ich da gelandet? Sie hatten jetzt gerubbelt und haben drei gleiche. Beim Gewinnspielservice sind Sie hier. Nee, ich habe hier von meiner Großmutter bei Fernsehheft drinnen, ist ein Zettel von Sie drinnen mit einer Nummer, aber nichts zu rubbeln. Ist Fernsehzeitung, nichts für Erwachsene. Mhm. Ja, ist das ein richtiges Nummer? Was möchten Sie mir jetzt durchgeben? Da weiß ich nicht. Hier ist ein Geschenk, da steht herzliches Glückwunsch, 300 Euro. Okay, dann brauche ich mal Ihre Gewinnnummer dazu. Geschenkcode steht hier drauf, ist das? Ja, bitte. Glö 6629, ja. Bitte. 29, okay. Gut, da trage ich Sie ein und dazu benötige ich dann noch ein paar persönliche Angaben. Beginnen wir mit der Telefonnummer, bitte. Ja, das ist 07221. 07221. Ja, 69 417. 417. Ja, richtig. Gut, und den Vornamen bitte. Dimitri? Oder muss ich jetzt Namens von meiner Großmutter nehmen, weil ist ihre Zeitschrift gewesen? Nee, ich darf nur den eintragen, mit dem ich spreche. Alles klar, Dimitri. Mit I. Dimitri. Dimitri mit Igel, nicht mit Y. Okay, und der Nachname? Bagatov, wie man spricht. Mit Vogel hinten. Bagatov. Okay, Herr Bagatov, in welcher Straße wohnen Sie? St. Pauli, Straße heißt Reeperbahn bei Hamburg. St. Pauli. Nein, das ist in St. Pauli. Straße heißt große Freiheit. Große Freiheit, Nummer? 33. Und Ihre Postleitzahl? Ist 203-59. 59. Und dann wohnen Sie in... In Hamburg City. In Hamburg. Ich finde Ihre Straße nicht. Große mit das große S und dann neues Wort Freiheit. Große Freiheit, okay. Und dann Hamburg, ne? Das ist bei Reeperbahn. Und damit ich auch weiß, dass Sie volljährig und somit gewinnberechtigt sind, Ihr Geburtsdatum. Ich wohne auf der Reeperbahn, hier dürfen keine Kinder. Kennen Sie das von, das ist bei das Pennymarket, ja. Was gibt das bei TV immer? Die ganzen Verrückten rumlaufen, das ist direkt vor meiner Haustür. Okay, aber ich brauche trotzdem Ihr Geburtsdatum. Ach so, kein Problem, 13. Mai 81. Ja, gut. Da darf ich herzlichen Glückwunsch zu Ihnen sagen. Dankeschön. Wofür denn? Dann wollte ich Ihnen gerade sagen. Ach so, Entschuldigung. Ja, wir haben die ganze Nacht gesoffen. Ich habe immer noch gute Laune. Dann, Sie haben hier nämlich einen Gutschein im Wert von 300 Euro für Trendtours Touristik gewonnen. Damit dürfen Sie sich dann selber aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen. Und okay. Bekommen dann auf den Reisewert 300 Euro gutgeschrieben. Das ist doch mal was, oder? Das hört sich geil an. Und wo geht das hin, das Party? Habe ich nicht verstanden. Das können Sie sich selber aussuchen, wo Sie da hinreisen möchten. Ach so. Auf den Reisewert 300 Euro gutgeschrieben. Also weil vorhin hat einer angerufen, der sagt, das haben wir 500 Euro Gutschein gewonnen. Ist aber nichts damit zu tun, oder? Nein. Okay, gut, noch besser. Zwei Sachen bei einem Tag. Ja. Sie hatten jetzt aber noch ganz großes Glück gehabt. Ja, wirklich? Sie auch noch meine Leitung getroffen haben, dann Sie sind hier nämlich automatisch sogar noch in unserer Bonusrunde gelandet. Was heißt nennt das? Nennt sich, wollte ich Ihnen sagen. Ach so, Entschuldigung, ich bin der ungeduldige Dimitri, das ist mein Spitzname. Ja. Nennt sich Premium-Tipp 49 Pro und am 17. August fällt der offizielle Startschuss und dann nehmen Sie mal jeden Mittwoch und Samstag mit 119 computeroptimierten Tipp rein, inklusive 10 mal dem Spiel 77 und Super 6. Aha. Am Spiel um den großen Lotto-Jackpot teil. Das heißt, Sie verpassen hier keine Ziehung und spielen jede Woche mit Bild,
tatsächlich gesehen 20 ausgefüllten Scheinen, sprich 238 Tipps die Woche und das in unserer kleinen Gemeinschaft von nur 180 Teilnehmern. Und damit sich Ihre Gewinnchance... 180? Ja. Da habt ihr aber kein großes YouTube-Kanal, nur 180 Leute? Und damit sich Ihre Gewinnchancen hier auch noch erhöhen, starten Sie auch noch zusätzlich jeden Samstag mit Ihren persönlichen Glückszahlen. Und wenn da die Zahlen gezogen werden, gehört Ihnen der Gewinn ganz allein. Das Besondere an dieser Aktion ist, Sie erhalten hier eine doppelte Treffergarantie und werden somit definitiv viermal die Woche einen Treffer mit uns erlangen. Sie? Und garantiert, ja, oder was? Ja, garantiert. Wer gibt dieses Garantie? Wir geben Ihnen diese Treffergarantie, wo Sie nicht mit leer ausgeben können. Achso, wie war denn das Name von der Firma? Habe ich gar nicht verstanden. Oder ist das... Sie sind beim Gewinnspielservice. Ach so heißt das, okay. Und wo ist das Firma, wenn das ein Garantie gibt? In Magdeburg. In Magdeburg, wo ist das? Kenne ich mich nicht so gut aus. Sachsen-Anhalt. Ah, schöne Ecke. Ja, und dann haben Sie auch noch die Möglichkeit, mit dem Premium Card Sparprogramm hier Punkte zu sammeln. Sie erhalten für jeden gespielten Monat 725 Bonuspunkte, die Sie ganz einfach und ohne Zuzahlung dann in tolle Markenprodukte eintauschen können. Wichtige Frage steht dann aber auch noch aus, was setze ich ein, damit ich hier gewinnen kann? Pro Ziehung, also jeden Mittwoch und Samstag, sind das gerade mal nur 2,41 Euro für das komplette Paket. Für den kompletten Monat kommen wir dann auf einen fairen Einsatz von nur 59,50 Euro. Dabei ist es dann egal, ob der Monat hier 4 oder 5 Wochen hat. Ich kann nur sagen, nutzen Sie hier mal die Chance, setzen Sie Ihr Glück und nennen Sie mir mal bitte Ihre 6 Glückszahlen zwischen 1 und 49, wo ich sie mit eintragen kann. Also erstmal großes Respekt, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich Leute den ganzen Tag diese Text vorlesen müsste. mein Kumpel hat eine Radioshow, vielleicht möchten Sie da besser mitmachen, ist nur ein Angebot nebenbei. Sie können es schön lesen, aber das ist doch langweilige Text. Der liest so als einen Sender bei YouTube für so Kinderbücher. Wie wäre das? So Kinderbücher vorlesen für Menschen. Ja, dafür wohnen wir zu weit weg. Warum? Das Internet verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Aha. Mein Bruder sitzt in Moskau. Das ist ja egal. Ich mache ja auch Sachen für ihn, aber muss ich ja nicht dahin fahren. Aha, okay. Also ich würde gerade mal kurz einen Text aus einem Otterbuch vorlesen. Wenn Sie einmal einen Kontrolltest machen, einmal vorlesen, kann ich das bei Ihnen geben. Vielleicht können Sie Stelle bekommen. Homeoffice. Okay. Ganze Jahr Homeoffice. Ist gut? Aha. Ja, Homeoffice ist immer gut. Ich mache jetzt auch Homeoffice. Ja, wirklich? Ja. Gibt Firma eines Computer? Ja. Ja, ist gutes Computer? Ja. Mein Bruder gibt bessere Computer. Ah, okay. Und gute Headset und gute Glasfaserleitung. Weißt du, der Drachenlord braucht seine jetzt hier nicht mehr. Wir haben die da weggenommen und geben die jetzt an diesen Mitarbeiter. Aha, okay. Ja, ist gut oder nicht gut? Ja, ist gut. Sollen wir Bewerbung machen? Ja, aber nicht jetzt. Na doch, wann wenn nicht jetzt? Ja, na, ich muss jetzt für meine Firma arbeiten. Ach, ist dein eigenes Firma? Nee, aber... Na also, dann scheiß doch auf die, scheißen doch auch auf dich, Blöd. Interessieren sie doch nicht für die Menschen. Kennst du Emmy noch? Doch. Doch, wie gesagt, kann ich nicht machen jetzt. Du kennst du Eminem, den Rapper? Ja. Magst du den? Geht so. Aber weißt du, du kennst doch hier sein Lied, der sagte, this opportunity comes once in a lifetime. Eine Chance bei Leben. Du hast jetzt die Möglichkeit, hauptberuflich bei YouTube Kinderbücher vorzulesen. Ist doch besser als Callcenter. Ja, aber kann ich jetzt nicht machen, weil ich jetzt... Ja, warte, wir machen einen Trick.
Ich soll jetzt ja ein Lottonummer sagen. Ich sage meine Telefonnummer und wir sprechen nachher. Ja, das können wir gerne machen. Beziehungsweise siehst du meine Nummer ja bei Display, da können wir nachher gerne nochmal telefonieren. Einfach aufschreiben, ja, ist in Ordnung. Die habe ich, okay. Gut, und wollen Sie dann mal jetzt Ihre Chance hier nutzen? Also ich hab gerade mal, ich muss ja mal ehrlich sein, ich bin ja der ungeduldige Dimitri, habe ich ja schon gesagt. Ich habe mal bei Google geguckt, eure Firma gibt es überhaupt nicht. Wenn ich Gewinnspiel Magdeburg eingebe, bei Google gibt es gar nicht. Ne doch, dann müssten Sie die Communication Factory eingeben. Wie heißt das? Communication Factory. Die gibt es in Magdeburg. Ah, habe ich gefunden, wird ganz schlecht bewertet von den Mitarbeitern. Nö. Hier hat jetzt einer geschrieben, vor 2 Wochen, am Anfang wird einem alles versprochen und schön geredet, aber mit der Zeit kommt das wahre Gesicht der Teamleiter zum Vorschein. Sonntags muss man arbeiten, wenn man krank gewesen ist. Nein, wir arbeiten sonntags gar nicht. Nicht? Das ist gut, das freut mich, weil das finde ich ganz schlimm, wenn Menschen das machen müssen. Nein, ein anderer schreibt, lass bloß die Finger von dieser Firma, bla bla bla. Kriegt ihr wirklich nur 13,50 die Stunde? Ja. Das steht hier. Würde ich aber nicht machen. Also bei YouTube ist mehr Kohle drin, versprochen. Okay. Und ein anderer schreibt hier, absoluter Abzockerverein, unnötig Zeitschriften und Gewinnspiele den Leuten am Telefon andrehen. Blöd. Guck mal, so ein Grund mehr. Komm, wir machen Deal zusammen. Wir machen richtig gute Deal. Das kannst du sagen, kannst du bei uns auch in Naturalien bezahlen lassen. So Serverfarm oder Roller oder E-Bike. Wir haben ja ein großes Kanal. Vielleicht kennst du. Nee, kenn ich gar nicht. Das ist der Kanal Russische Kindergeschichten. Mhm. Aha. Hast du Russisch gelernt bei der Schule? Etwas, aber ich sag mal, man braucht es nicht mehr und dadurch ist es auch... Das ist aber ein Grundfundament ist da. Damit können wir arbeiten. Da können wir gute Deal machen. Kennst du auch mit russischer Volksgeschichte und Märchen? Ein bisschen. Ein bisschen, siehst du, ist sehr gut, weil gerade jetzt, weißt du, wo die ganze Welt hasst, Russland, müssen wir aktiv werden, verstehst du? Wir machen jetzt so russische Kinderliederkanal und so wie sagt man, bei Deutschland würde man jetzt sagen Russenpropaganda, aber ein bisschen Aufklärung. Das russische Bär ganz lieb, russische Babuschka ganz lieb, russische Fische auch sehr lieb. Dass Menschen nicht denken, Russland ist böse, weißt du, müssen wir gute Deal machen. Du kannst sogar, wenn du richtig gut machst, kriegst du Presseausweis und Diplomatenstatus. Kannst du durch ganze Welt gehen und Sachen machen. Aha. Weil wir wissen ja unsere Brüder und Schwestern aus der ehemaligen UdSSR sehr zu schätzen. Mhm. Siehst du, das ist ein gutes Deal. Ich habe mich extra bei diesen Gewinnspielen eingetragen, damit ich solche Anrufe bekomme, damit wir hier hochqualifiziertes Personal aus den ehemaligen Sowjetrepubliken rekrutieren können. Weil wir sind uns doch alle einig, dass Russland ist eine Bereicherung für die Welt. Und darum müssen wir ein bisschen russisches Kindergeschichten bei YouTube machen. Mhm. Wann kannst du anfangen? Wie lange hast du Kündigungsfrist? Sag mir. Ich muss jetzt erstmal hier weiterarbeiten. Ja, aber wie lange noch? Wann kannst du sagen, idin nachui blät zu deinem Chef? 4 Wochen. Boah, wir machen Auflösungsvertrag. Wir machen ihm ein Angebot, das kann er nicht ablehnen. Mhm. Oder du gehst einfach zu ihm hin und sagst, ich arbeite jetzt für Wladimir Wladimirovich Putin, dann wollen sie dich sowieso loswerden. Ist ein guter Witz, aber funktioniert immer. Ich neulich meines kleines Bruder von der Schwester, mein Sohn, also von der Tante-Richtung, ne, hat er auch so einen Saisonarbeitsvertrag bei einem Restaurant gehabt. Die wollten den auch nicht gehen lassen. Habe ich ihm gekauft ein T-Shirt mit Wladimir Putin drauf. Nächster Tag fristlos gekündigt. So macht man das heute, verstehst du? Mhm. So, wenn du sagst, du mir dein T-Shirt grüße, ich schicke dir. Und dann können wir gute Dinge machen. Ja. Wie lange musst du heute arbeiten, Devoschka? Bis 15 Uhr. Danach telefonieren wir, sprechen über deine berufliche Zukunft auf YouTube. Ja, machen wir. Machen wir das so? Ja. Gut, dann sage ich dir jetzt nochmal, Dimitri ist noch mein Deckname, weißt du, von russischer Regierung. Mein Name ist Konstantin. Das werden wir nachher richtig miteinander sprechen. Ich bin Konstantin. Konstantin. Alles klar. Wie ist dein Name? Diana. Diana, freut mich sehr, kennenlernen zu machen. Dann sprechen wir nachher. Na klar. Alles klar, spasiba. Ich danke. Tschüss. Wiederhören.
Oh Scheiße, wer das nimmt jetzt wieder einer an? Ich wollte nur gucken, wie die reagieren, aber schön, danke, danke. Dank der wissen wir jetzt, was das für eine Firma ist und wie die heißt. Ich habe da schon immer wieder Gewinnspielservice Magdeburg, aber das scheint tatsächlich eine Firma zu sein, die in Deutschland sitzen. Und das sind auch die Figuren, die mit der Elite Premium Service AG sonst immer da losgehen. Ihr müsst euch mal die Mitarbeiterbewertungen durchlesen. Sie hat jetzt ein bisschen Probleme, das vorzulesen. Communication Factory GmbH. Haben 3 Sterne bei Google aus 16 Rezensionen. Bei den ganzen positiven Rezensionen sieht man gleich so von der Typografie und allem, das ist wahrscheinlich von den Führungskräften geschrieben und all die ehemaligen Angestellten. 1 Stern hier, Mutti-Schichten bis 16 Uhr, Drecksverein, Betrüger, was die ganzen ehemaligen Mitarbeiter da reinschreiben. Ist auch geil, hier eine 4-Sterne-Bewertung. Die Firma sucht zurzeit noch Kräfte. Hammergeil. Ja, super, schön. Mal gespannt, ob sie nachher anruft und ob wir zu einer Karriere im russischen Staatsdienst verhelfen können beim Kindermärchen vorlesen. Ich glaube, sie wollte mich jetzt nur loswerden, aber wäre schon lustig. Und wer ihr nehmt irgendwas davon hier ernst, Leute, dann seid ihr wirklich falsch bei mir.